So, ich mache hier eine Haselnussmilch. Und zwar 1 Liter. Und dafür habe ich jetzt 100 Gramm Haselnüsse genommen. Die habe ich ein paar Stunden eingeweicht vorher. Jetzt werde ich gefiltertes Wasser hinzugeben. Und da ich im Moment keine Datteln habe, werde ich Agavendicksaft hinzugeben. Das mache ich aber allerdings erst, nachdem ich das Ganze dann durch ein Nylonstrumpf gezogen habe. Die fertige Milch. Ich habe jetzt schon 3 Esslöffel Agavendicksaft reingetan für den 1 Liter. Wer mehr Süße will, kann natürlich auch 4 oder 5 Esslöffel reingeben. Mir reicht das so und die schmeckt relativ gut. Ich muss sagen, gekaufte Haselnussmilch habe ich noch nie probiert, aber gekaufte Mandelmilch zum Beispiel schmeckt mir besser, obwohl die mir halt nicht so gut tut, weil die auch nicht roh ist. Aber ich habe jetzt schon Nackthafer am habe ich schon eingeweicht und bin ich am sprießen lassen, am keimen lassen. Und dann werde ich mit gekeimten Hafer das Ganze nochmal versuchen und dann den Geschmack vergleichen. Nochmal kurz, warum ich die Haselnüsse eingeweicht habe. Natürlich, zum einen ist das einfacher zu mixen. Zum anderen sind Nüsse halt dafür gemacht von den entsprechenden Bäumen, dass sie unverdaut wieder rauskommen und dann zu neuen Bäumen werden. Und durch das Einweichen werden diese Enzyme, die das bewirken, ja, deaktiviert und dann können wir es halt deutlich besser verdauen. Wenn man die keimen lässt, ist es halt noch deutlich besser, deswegen versuche ich es jetzt beim Hafer. Aber ich habe gemerkt, mit dem Nylonstrumpf ist das so, dass, ja, dass man nicht richtig, also wenn man Nüsse hat, ist das nicht richtig ausfringbar, sonst geht der Strumpf kaputt und dann, dadurch bleibt, glaube ich, noch sehr viel an Inhaltsstoffen da drin. Das ist nicht ganz optimal, wenn man kein reißfestes Material hat, wo man das durchziehen kann. Ja, aber es schmeckt trotzdem gut. Besonders mit der Süße, aber ich werde das noch vergleichen mit anderen Milchsorten. Also Hafer habe ich noch vor, Mandeln habe ich noch vor. Was gibt es noch? Reis habe ich vor und Dinkel habe ich auch noch vor. Ach so, ja, die Milch kann man verwenden, einmal um die sich einfach in einen Smoothie zu tun. Mit Bananen schmeckt das auch ziemlich gut. Man kann es natürlich als normal als Milch für ein Müsli verwenden. Das werde ich auch mal versuchen mit, obwohl, ne, ich habe keine Flockenquetsche. Aber man kann halt rohen Hafer kann man einfach flocken oder keimen lassen und dann flocken. Und mit ein bisschen Obst hat man dann halt auch ein rohes Müsli sozusagen. Ist dann kein Problem. Ja, ansonsten, man kann die auch so ganz gerne trinken. Man sieht ja auch, wir haben jetzt kein Liter mehr. Ich habe jetzt schon was von getrunken. Man kann es wahrscheinlich auch zu Rezepten geben, auch zu Kochrezepten natürlich, weil diese Art von Milch ist auch relativ günstig. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur ja, Roggen, die keimen schlecht, habe ich gemerkt. Obwohl es könnte auch sein, dass ich alte Roggen habe. Also wenn man jetzt zum Beispiel Roggen nehmen würde, dann hätte man ein Liter Milch für 7 Cent, wenn man die keimen lässt und genauso macht wie mit den Haselnüssen. Und wenn man die halt süßt mit Datteln oder Agavendicksaft, dann geht das schon auf 50 Cent hoch, auf 50 Cent pro Liter für eine hochwertige Milch. Auf pflanzlicher Basis ist es auf jeden Fall immer noch günstig und ist auch relativ schnell gemacht, wie man ja fast schon gesehen hat. Und ist eigentlich auch ein ganz gutes Rezept jetzt für den Herbst, würde ich sagen, mit den Haselnüssen. Alles klar, bis zum nächsten.